Wie hast du die Corona-Zeit genutzt? I should have learned at least one language, and that would be German. But I read some books, and then I tried to replace two closet doors in our condo. And that project took me about 5 months. So I'm glad we had the full lockdown to do it. It was about halfway done for a while. I couldn't get the doors to go level. Ich habe ein Büro eingerichtet. Das ist so das Einzige, weil das bei mir irgendwie so ein bisschen außer Hand gelaufen ist mit dem ganzen Bürokram. Und das habe ich jetzt nach und nach während der Corona-Zeit alles mal geordnet und das fühlt sich sehr gut an. Und Matthias, was macht denn so ein Eishockeyspieler immer im Büro? Ja, ganze Rechnungen bezahlen. Meine Frau hat mich dazu gezwungen, meine Sachen auszumisten aus dem Keller. Dazu konnte ich mich aufbringen, die Zeit sehr genossen mit meinem Sohn. Hat man ja nicht allzu oft, dass man so viel Zeit hat als Eishockeyspieler oder Berufssportler. Ich habe tatsächlich viel Musik gemacht, also viel Musik auf Deutsch. Und da war ich wieder happy, dass ich die Musik hatte, weil ich habe viele Songs geschrieben und war ziemlich kreativ in der Zeit und es hat mir sehr gut getan. Ich bin ja eigentlich so ein Lebemensch und ich liebe es, nachmittags rauszugehen oder abends wegzugehen. Natürlich nicht in der Saison, aber mit Freunden und unter Menschen zu sein. Und da hat mir die Musik auf jeden Fall gut geholfen, das irgendwie zu kompensieren, weil ich glaube, ohne die Musik wäre ich wahrscheinlich verrückt geworden. Dann bin ich im März zum ersten Mal Papa geworden. Das war auch eine schöne Ablenkung, viel Zeit mit dem Kleinen verbracht und ansonsten viel mit dem Rad unterwegs gewesen, eine Alpenüberquerung gemacht mit dem Leo Pföderl und mit dem Olli Mevus, sind wir am Gardasee mit den Mountainbikes. Wie lange wart ihr da unterwegs bei der Alpenüberquerung? Ich glaube, insgesamt war es ungefähr eine Woche. Ich könnte gar nicht mehr sagen, wie viele Tage wir tatsächlich gefahren sind, 5 oder 6, meine ich. Wie viele Kilometer habt ihr denn da runtergerattert? Oh, das ist eine gute Frage. Kilometer waren es am Ende gar nicht so viel, aber einige Höhenmeter, also da kommt was zusammen und das ist eigentlich auch das Harte an der Tour. Ansonsten ist ja gar nicht, aus Bayern zumindest, nicht ganz so weit an Gardasee, aber das weißt du ja selber. Also ich war ja in Füssen mit meiner Familie und habe da in meiner Wohnung gelebt und in demselben Haus, in dem wir gewohnt haben, habe ich auch noch 2 Ferienwohnungen, die natürlich leer standen mussten und habe dann eine Ferienwohnung bisschen zum Fitnessraum ummodelliert, so. Genau, und so habe ich mich fit gehalten. Wie hast du denn die Corona-Zeit für dich genutzt, um dich weiterhin fit zu halten zu Hause? Am Anfang, wo es eigentlich losging, bin ich sehr viel Fahrrad hier zu Hause gefahren. Habe ich mir so eine Rolle gekauft, wo du sozusagen hinten dein Rad abschraubst und dann sozusagen dein Kettenblatt auf die Rolle stellst. Wir waren viel draußen, wir sind sehr viel Fahrrad gefahren. Zu dem Zeitpunkt war meine Frau noch hochschwanger und wir hatten noch eine Tochter. Und wir haben viel mit unserer Tochter unternommen, waren viel an der Isar, waren viel draußen und haben einfach die Zeit draußen genutzt und haben einfach so ein bisschen reflektiert und haben das ausgenutzt, dass die Welt in diesen Tagen etwas langsamer lief.